Hey Leute und willkommen zurück zu den wöchentlichen In Zero Reactions. Heute reagiere ich auf die zweite Folge. Es ist nun auch endlich bekannt, wie viele Folgen es überhaupt geben wird und generell, wie der Anime eigentlich fortlaufen wird. Und zwar wird es, so wie es aussieht, erstmal so sein, dass wir jetzt eine Staffel 1 bekommen werden, die ca. 24 bis 25 Folgen beinhaltet und die auch einfach nacheinander wöchentlich released werden. Was so viel bedeutet, wie wenn diese Season vorbei ist, die Spring Season, und die Sommerseason dann beginnt, werde ich noch weiter auf Eden Zero reacten können, da der Anime eben mehr als 12 Folgen, und zwar halt 24 Folgen, bekommt. Also werden wir auch noch im Sommer hier sitzen und uns Eden Zero gemeinsam mit zwei anderen neuen Anime, die dann kommen, anschauen. Eine wichtige Info gibt's noch, und zwar ist der heutige Upload nochmal eine Ausnahme, da die Folge schon früher released wurde. Ab der nächsten Folge, also Folge 3, werdet ihr wöchentlich immer dienstags Eden Zero Reactions bekommen. Das wollte ich nur noch geklärt haben, dass hier sich dann niemand wundert, wenn dann bei der dritten Folge der Tag auf einmal ein anderer ist. Aber genau, ich würde sagen, das wäre eigentlich alles Wichtige. Und jetzt legen wir los mit der Folge. Let's go. 100? Okay. Das heißt also B-Cube. Shit. Ich war nah dran, du. Nicht B-Tube, sondern B-Cube. Okay. Was ist die B-Cuber? Alter, was macht die für Content? B-Cube, ja. Die schauen ihre eigenen Videos komplett, oder wie? The fuck? Als ob er das versucht hat, jo. Okay, seine Persönlichkeit ist auf jeden Fall ein bisschen weird, ne? Natsu würde sowas zum Beispiel niemals machen. Auf jeden Fall wie jemand anderes, ja. Läuft bei ihm, Alter. Oh, nice. Gildentime, oder? Das braucht man also. Nice, man, einfach Bodyguard. Let's go. Ich frag mich nur halt, was es hier dann für Gegner gibt. Aber wenn es halt so ein Adventure-Anime ist, mit vielen Gilden und so. Was machen dann quasi die Bösen in diesem Anime halt, ne? Was haben die vor und so? Damn, Junge. Das ist auf jeden Fall ein ziemlich advanced Planet, ne? Im Vergleich zu dem Königreich, was wir bei ihm gesehen haben, bei Shiki. Das sieht echt komplett anders aus. Also das ist generell einfach super interessant, dass jeder Planet irgendwie eben was anderes hat, ein anderes Gimmick und generell anders aussieht. Yo! Oh mein Gott, ey, ich sehe schon ein paar Copy-Paste-Charakter. Aber ihr wisst, ich bin Fan davon, ich finde das echt cool eigentlich. Aber da waren echt... Ja, touching them, what the fuck, man, übertreib's nicht, gell? Yo! Was ist denn bei dem falsch? So macht man das nicht, Mann. Bro, oh mein Gott, ey, was ein nerviger Typ. Ja, eben. Danke, dass du es ihm sagst, Mann. Hoffentlich lässt er das, Mann. Das ist ja nervig. Ah, das ist Mother. Okay. Ich dachte, die wäre eher so eine geheime Person, aber... So sieht es aus, das ist die allen bekannt. Okay. Deswegen wissen sie ja halt auch, wie die aussieht. Ja, weil ich habe mich schon gewundert, so als ob die allen komplett bekannt ist. Goddess of the Cosmos, oh, okay. Mhm. Ah, nice, er sagt auch Ei und wird gekidnappt. Well, shit. Exceed! Oh mein Gott, die heißen gleich sogar. Okay. Weil eben Exceeds hießen die auch in Fairy Tale und da hat man sogar mehr noch über die Art von denen erfahren. Also warum die halt reden können und so weiter. Das war echt sick. Also wir haben auch cool, dass Mashima das hier auch übernimmt in Zero. Ja, ist einfach auch Exceed. Meine Frage ist, was kannst du eigentlich außer YouTube-Videos machen? Bam, nice, Mann. Yo, das ist schon sick.
Vor allem, wie schnell er einfach ist, ne? Mit der Kraft. Yo. Einfach ein Motorrad, was fliegen kann, ne? Ja gut, er hat schon länger... Ja, ja. Er hat schon länger keine Menschen mehr gesehen, klar. The fuck? Alter. Wie schnell er einfach sein muss, wenn er das Ding überholt hat. Kranker Typ. Hat er... Ja, der hat einfach eine Waffe in der Hand, Alter. Oh mein Gott. Holy shit, übertreib halt direkt. Oh, okay, das ist cute. Das ist echt cute. Yo. YouTuber! Ah, you, YouTuber. Ja. Okay, das ist schon sweet. Meine Frage ist aber eher, warum bist du allein? Und hast du auch irgendwelche Kräfte? Abandoned, oh mein Gott. Okay, ja gut, das beantwortet die Frage. Oha. Alter, scheiße, Mann. Vor allem, wie hat sie da überlebt? Als Kind, die ist bestimmt 3 Jahre alt oder so. What the fuck, Mann. Ey, Bodyguard-Time. Das sah sick aus. Sliding Master, ja, genau das ist es, ne? Der Sliding Master. Ne, ich würde sagen, er kann halt die Schwerkraft beeinflussen. Und sich halt teleportieren, ne? Ipfergia, ja. Oh, yo, übertreib halt direkt. Yo. Komplett am Übertreiben. Ja. Ist halt wirklich so, Junge. Chill doch. Ja, verkackt einfach. Jo, aber... Bro, sie rennt einfach durch diese Schüsse durch, als wär's nichts, Mann. Der Typ hat echt kein Aim. Ich glaube, der müsste mal ein bisschen üben gehen. What the fuck? Ist er... Das ist doch nicht noch gestorben, so. Ah, nice. Trotzdem, der Typ hat auf jeden Fall kein Aim. What the fuck? Ja, ja. Du sagst es. What the fuck? Also, hat sie sich einen neuen Happy gebaut oder was? Weil, what the fuck ist das, Junge? What? Ich weiß gar nicht mehr, was ich denken soll. Also, ich weiß nicht, was ich sagen soll. Das ist jetzt noch der sie damals auch kennengelernt hat. Oder hat sie da irgendwas gemacht? Weil, ja, ich glaube nicht, dass ich so ein Exit in eine Maschine verwandeln konnte. Zumindest nicht im Fairy Tail. What the heck, Alter? Das sind einfach Waffen. Aber clean auf jeden Fall. Vor allem Zweihänder. Die finde ich immer richtig sick. Oha, Aimbot. Einfach Aimbot eingebaut. Ich glaub's gar nicht. Ja, übertreib halt noch mehr. Die Frage ist nur, wird er überhaupt was treffen? Weil vorhin hat's eh nicht geklappt. Nice, ja. Aber das dachte ich mir auch schon, dass eben der seine Power halt richtig gut nutzen kann. Gutes Duo auf jeden Fall. Yo, aber einfach jetzt so gekillt oder was? Etherbullets. Okay, ja. Naja, eben, das war nämlich auch gerade meine Frage. Like, what the fuck? Oh, aber auch gute Frage von ihm, ja. Also mit Happy an der Seite scheint sie schon okay zu sein. Nur was ist er? Okay, ja, ja. Eben wahrscheinlich halt Gehirn einfach übertragen, so in der Art. Ich muss ganz ehrlich sagen, das ist mehr creepy als wholesome. Das ist wirklich eher creepy, Alter. Oh mein Gott, Alter. Eigentlich diese Vorstellung, ey. Also ich meine, ich weiß, was sie damit sagen wollen und so, ne? Aber allein die Vorstellung, dass wenn mein Hund mal sterben sollte, dass ich den dann in einen Roboter verwandle, sodass er weiterleben kann. Ich glaube, ich mag das nicht, ne? Ganz ehrlich, ich glaube, ich mag es nicht. Also hier jetzt ist ein cooles Gimmick so. Auch, dass er sich in Waffen verwandeln kann, ist sick. Aber die Backstory ist von Wholesome
zu creepy. Zu creepy geworden, Alter. Holy shit, Mann. Alter, sieht einfach aus wie eine riesige Waffe im Space. Weitere Abenteurer? Oder Villains? Das Design kommt mir auf jeden Fall richtig bekannt vor. Und ich mag's, Alter. Let's go. Es ist die gleiche Voice Actorin. Ich glaub's ja gar nicht. The Armored Space Pirate. LC Crimson. Erinnert mich sehr stark an eine Ersa Scarlet. Auch der Nachname. Ein Farbton von Rot. LC und Ersa im Japanischen Elsa. Ne? Ich glaube, ich weiß, welche Karte das sein soll. Und ich find's sick. Nur hier steht The Armored Space Pirate. Ja, da ist jetzt halt die Frage, ist das eben einfach generell so ein hoher High-Ranked Abenteurer? Oder ist das unser erster Villain? Kann ich dir jetzt noch nicht sagen, aber generell auf jeden Fall schon mal sick. Sehr sick. Okay, ich habe gerade extra zu Ende geschaut, um zu gucken, ob es eigentlich generell für den Anime Previews gibt. Aber es sieht so aus, als würden Previews leider nicht existieren. Finde ich eigentlich immer ziemlich interessant, weil man so halt schon mal eine Idee bekommt, was in der nächsten Folge so passieren könnte. Vor allem bei Attack on Titan hat es halt auch immer sehr gut geholfen, aber na gut, ich kann auch ohne Previews leben. Jedenfalls fand ich die Folge hier auch wieder ziemlich gut. Wir sind halt einfach noch am Anfang vom Anime. Ich denke, das merkt man halt. Es müssen die Charakter noch introduced werden. Ich fand es auf jeden Fall cool, dass man schon ein bisschen Backstory zu Rebecca bekommen hat, ohne dass alles schon einem gespoilert wurde. Man weiß halt noch nicht genau, warum sie überhaupt eben da im Stich gelassen wurde und von wem sie das Kind ist, weil oft ist es so, dass wenn in Anime der Main-Charakter zum Beispiel eben irgendwie keine Eltern hat oder von seinen Eltern zur Adoption freigegeben wurde, beziehungsweise alleine gelassen wurde, bedeutet es in Anime oft, dass der halt irgendwelche speziellen Eltern hat. Ne? Deswegen bin ich bei Rebecca mal gespannt. Bei Shiki wissen wir ja bereits, dass er eben der Sohn vom Demon Lord ist, der eben auf diesem einen Planeten einfach zurückgelassen wurde. Aber eben, bei Rebecca fehlt da halt noch was. Die Backstory mit Happy fand ich am Anfang eben cute und dann auf einmal creepy, weil einfach diese Vorstellung, dass man quasi sein Haustier oder sogar seinen Freund halt dann am Ende in einen Roboter verwandelt, statt ihn eben wirklich einfach dann tot sein zu lassen. Klar, wird vielleicht auch bei uns irgendwann mal in ferner Zukunft möglich sein, aber die Vorstellung ist schon creepy. Ich glaube, dass da kann man meine Reaction schon verstehen, die ich da hatte. Trotzdem generell ein sehr cooles Gimmick, auch dass er sich in Waffen verwandeln kann, weil eben ich habe mich halt schon die ganze Zeit gewundert, so das soll ja auch ein Anime sein, bei dem viel gekämpft wird, deswegen in welcher Art finden diese Kämpfe statt, haben wir jetzt schon mal einen guten Einblick bekommen. Was mir auf jeden Fall noch gefehlt hat, sind nice Tracks. Bisher waren die Tracks einfach eher so, ja, einfach ziemlich fröhlich und so eher im Hintergrund. Es gab jetzt noch keinen Track, der so richtig krass hervorgestochen hat, so wie zum Beispiel Dragon Force bei Fairy Tail, fällt mir halt direkt ein. Der wurde am Anfang ziemlich oft verwendet und ja, der geht halt auch super krass ab. Deswegen, darauf bin ich auf jeden Fall noch gespannt, ob wir in den nächsten Folgen, wenn dann größere Kämpfe anstehen, ob wir da wirklich gute Musik hören. Weil das verbessert auch die meisten Fighting-Scenes nochmal um einiges, wenn halt wirklich gute Musik dabei spielt. Ne? Ich glaube, das kann man verstehen. Aber ja, bisher bin ich mit den ersten zwei Folgen zufrieden. Und wie gesagt, ab sofort wird dann wöchentlich immer dienstags eine Reaction zu Ihnen Zero kommen. Ich freue mich auf jeden Fall aufs nächste Mal. Wie immer dann danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Haut rein, Leute. Ciao.